Hallo liebe NIS-Nutzer, erinnert ihr euch noch an mein erstes Video, das zum Thema Wechselschaltung? Falls nicht, ich blende es euch hier oben rechts nochmal ein. Zu diesem Video haben mir viele von euch Feedback gegeben, zum Beispiel der Freddy aus Hamburg, vielen Dank dafür. Er sagt, dass in seinem Flur nicht nur 2, sondern 3 Schalter sind und er fragt sich, wie das funktioniert. Bei YouTube schreibt Fadel Rückler, könntest du noch ein Video machen, wie eine Wechselschaltung mit mehr als 2 Schaltern funktioniert? Und bei Facebook sagt Oliver aus Tavern, ja, der Oliver weiß schon Bescheid, der sagt, mach mal ein Video zum Thema Kreuzschaltung. So eine Kreuzschaltung ist eine Wechselschaltung mit noch einem Schalter dazwischen, habe ich gehört. Und deshalb habe ich auch meine Wechselschaltung schon mal in der Mitte zersägt. Zwischen die 2 Wechselschaltungsstücke kommt jetzt als erstes mal noch ein Brett, damit ich auch Platz für den weiteren Schalter habe. Als nächstes kann die blaue Leitung hier unten schon zusammengefügt werden. Bereite ich schon mal neue Leitungen vor. Jetzt baue ich da diesen Kreuzschalter ein, den ich mir mal besorgt habe. Das ist übrigens nur das Innenteil, das war in so ein Gehäuse hier, habe ich dann einfach mal aufgeschraubt und dann habe ich gesehen, aha, da sind 4 Anschlüsse dran, 2 mit einem Pfeil nach innen und 2 mit einem Pfeil nach außen. Jetzt baue ich den einfach mal hier dazwischen, die 2 Pfeile nach innen auf die linke Seite und die 2 Pfeile nach außen auf die rechte Seite der Schaltung. Jetzt bin ich mal gespannt. Es funktioniert. Aber wie macht der Schalter das? Ich meine, was ist da drin und was verbindet er miteinander? Zum Glück habe ich es natürlich schon wieder herausgefunden und euch würde ich es erzählen. Wollt ihr es wissen? Wir brauchen 4 Schrauben und 2 bewegliche Kontakte werden gebogen. Nicht vergessen, dass die beiden Kontakte isoliert bleiben müssen, sonst funktioniert es nämlich nicht. Ja, ihr seht es schon, die Kreuzschaltung ist wirklich nur eine Erweiterung der Wechselschaltung. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Der Kreuzschalter hier in der Mitte hat genau 2 Stellungen. Erstens, beide Kontakte sind waagerecht. Zweitens, die Kontakte sind überkreuzt. Aha, daher der Name Hase. Von rechts und von links gibt es immer genau einen Weg zum Kreuzschalter. Die Leitung ist entweder bis oben oder bis unten hin durchgängig, jeweils auf der linken und auf der rechten Seite. Es liegt dann also nur noch an dem Kreuzschalter,
ob er die durchgängigen Wege auch verbindet oder ob er sie ins Leere laufen lässt. Und zum Schluss nochmal 5 Fun Facts zum Thema Kreuzschaltung. Erstens, man kann eine Kreuzschaltung auch mit mehr als 3 Schaltern aufbauen, theoretisch sogar mit unendlich vielen. Zweitens, wenn du wissen willst, welcher von deinen 3 Schaltern der Kreuzschalter ist, dann kannst du das herausfinden, ganz einfach, nämlich mit Gefühl. Bei den meisten Herstellern, wenn die Schalter vom selben Hersteller sind, geht der Kreuzschalter etwas schwerer als der Wechselschalter. Es ist ja auch mehr drin, was bewegt werden muss. Drittens, der Kreuzschalter wird in elektrischen Zeichnungen meistens so dargestellt. Viertens, falls es in der Praxis wirklich mal mehr als 3 Schalter sein sollen, nimmt man meistens eine sogenannte Stromstoßschaltung. Die erkläre ich aber ein andermal und wenn das Video dann fertig ist, blende ich es hier oben rechts in der Ecke für euch ein. Fünftens, hier in der Kaiserstadt Aachen wurde wahrscheinlich gerade ein Weltrekord geknackt. Das sind 82 Schalter, 80 Kreuzschalter und 2 Wechselschalter hintereinander. Die längste funktionierende Kreuzschaltung der Welt. So, das war's für heute von mir. Wenn du das hier nachbauen willst, das passt bestimmt auch auf ein Brett, schick mir doch mal ein Foto davon, wie letztens der 8-jährige Till, der hat meine Wechselschaltung nachgebaut. Tschüss! Halt, stopp, ganz vergessen. Des Künstlers Brot ist natürlich der Applaus. Deshalb freue ich mich, wenn es euch gefallen hat, dass ihr das Video liked und teilt und vielleicht sogar kommentiert. Jedes Kommentar interessiert mich. Hat euch das Video gefallen? Wie gefällt euch meine neue Studiobeleuchtung? Konntet ihr euren Wechselschalter von den Kreuzschaltern mit Gefühl unterscheiden? Schreibt es mir doch einfach unten in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt aber wirklich. Tschüss zusammen.